Heute für euch 7 Slytherins, die nicht böse wurden. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über das Haus Slytherin sprechen. Genauer gesagt werden wir über die Moral des Hauses Slytherin sprechen und einige seiner ehemaligen Mitglieder. Im Stein der Weisen hat Hagrid einmal gesagt, es gibt keine einzige Hexe oder keinen einzigen Zauberer, der böse geworden ist, der nicht in Slytherin war. Allerdings gibt es natürlich ein paar große Probleme mit Hagrids pauschaler Aussage. Das erste Problem, was ich sehe, ist, dass Hagrid krass übertreibt und verallgemeinert. Natürlich gab es böse Zauberer, die aus Slytherin kamen, aber halt nicht alle. Das zweite Problem mit seiner Aussage ist die Formulierung. Viele Leute haben sie so interpretiert, dass alle Slytherins böse werden, obwohl Hagrid eigentlich damit meinte, dass alle bösen Hexen und Zauberer aus Slytherin kommen. Wenn man darüber nachdenkt, sind beide Aussagen falsch, egal wie man es interpretiert. Es bleibt die Tatsache, dass am Ende des Tages Hexen und Zauberer existierten, die aus Slytherin stammen und denen es am Ende gut ging bzw. auch gut waren. Zumindest hatten sie eine Art von Charakterbogen, der eine Änderung ihres moralischen Kompass beinhaltete. Im heutigen Video werfen wir einen Blick auf einige dieser Charaktere. Als erstes auf unserer Liste haben wir Phineas Black. Ich weiß, was du denkst, war Phineas Black nicht der schreckliche, voreingenommene, ehemalige Schulleiter von Hogwarts, den alle gehasst haben? Ja, natürlich, aber das war Phineas Nigellus Black. Dies ist Phineas Black, sein Sohn. Nur weil er den Namen und das Blut mit seinem Vater teilte, bedeutete das nicht, dass er so wurde wie er. Vielmehr war Phineas Black für seinen Vater eine Quelle großer Schande. Und warum? Nun, wie sich herausstellte, glaubte Phineas tatsächlich an die Rechte der Muggel. Eine Überzeugung, die dazu führte, dass er von seinem Vater verstoßen und aus seinem Stammbaum der Familie Black ausgestoßen wurde. Phineas war, wie sich herausstellte, ein guter Mensch, auch wenn er ein Slytherin war. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Regulus Black. Regulus Black alias RAB alias der jüngere Bruder von Sirius Black war ein reinblütiger Zauberer, der in die Familie Black hineingeboren wurde. 1972 wurde er in Slytherin einsortiert und getreu wie die anderen vor ihm schloss er sich Voldemorts Todessern an. Doch im Gegensatz zu den meisten anderen Todessern ist Regulus schließlich übergelaufen, nachdem er erfahren hatte, was Voldemort zu tun gedachte, um Macht zu erlangen. Er erfuhr vor allem von Voldemorts Horcruxen und versuchte sogar das Medaillon zu zerstören. Regulus ist zwar immer noch eine Figur mit einem gewissen Maß an moralischer Flexibilität, aber seine Handlungen in späteren Jahren lassen darauf schließen, dass er im Gegensatz zu vielen anderen dunklen Zauberern ein gewisses Maß an Mitgefühl für andere hatte. Als Regulus älter wurde, ließ er die egozentrischere, dunklere Seite seiner selbst hinter sich und strebte nach einer mutigeren und selbstloseren Existenz. Selbst als es an der Zeit war, sich aufzuopfern, zeigte sich Regulus aufrichtig besorgt um das Wohlergehen von Creature und seiner Familie, da Regulus zu diesem Zeitpunkt ein guter Mensch geworden war, obwohl er ein Slytherin war. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Andromeda Tonks. Andromeda Tonks, geboren als Andromeda Black aus dem Hause Black, war eine englische Hexe, die den muggelstämmigen Ted Tonks heiratete. Da sie aus dem Hause Black stammte, einer Familie von Reinblütern, ist es nicht verwunderlich, dass sie wegen ihrer Heirat von ihrer Familie verstoßen wurde. Gemeinsam hatten sie und Ted eine Tochter, Nymphedora, die wir als angesehene Aurorin und Mitglied des Orden des Phönix kennen. Und Andromeda war sicherlich keine böse Hexe. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Merlin. Merlin, der angeblich mächtigste Zauberer, der je gelebt hat, besuchte das Gelände der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei nur wenige Jahre nach ihrer Eröffnung im Jahr 1990 nach Christus. Er war einer der ersten Schüler dort und angesichts der zeitlichen Nähe seines Besuchs mit der Gründung der Schule ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er direkt unter Salazar Slytherin unterrichtet wurde. Doch obwohl er unter ihm unterrichtet wurde, ließ sich Merlin nie von Salazars negativer Einstellung gegenüber Muggeln und Muggelgeborenen anstecken. Tatsächlich war Merlin fest davon überzeugt, dass die Muggel und die Zaubererwelt in Harmonie zusammenleben sollten. Merlin glaubte so fest an seine Sache, dass er eine Organisation gründete, die helfen sollte, alle Komplikationen im Zusammenhang mit dem Zusammenwachsen der beiden Welten zu beseitigen. In dieser Zeit gab es besonders viele Konflikte zwischen Muggeln und Zauberern. Die Welt der Zauberer war im Grunde weit offen und die Muggel wussten, dass Hexen und Zauberer unter ihnen wandelten.
Doch anstatt sie wegen ihrer magischen Fähigkeiten zu umarmen, waren die Muggel im Umgang mit magischen Menschen äußerst hart. Sie behandelten sie wie Ausgeburten des Teufels und jagten sie in Säuberungsaktionen, die man Hexenjagd nannte. Das sagt mir über Merlins Charakter, dass er besonders reinen Herzens war, da er in der Lage war, die moralische Oberhand zu behalten und trotzdem das Wohl der Menschen im Auge zu behalten. Er hatte die Fähigkeit, rational zu denken, während sein eigenes Volk verfolgt wurde. Als nächstes auf unserer Liste haben wir Horace Slughorn. Horace Slughorn war ein englischer, reinblütiger Zauberer, der irgendwann zwischen 1882 und 1913 geboren wurde. Als er als Junge Hogwarts besuchte, wurde er in das Haus Slytherin einsortiert und weil er viele Aspekte des Hauses verkörperte, nahm er es an. Als er älter wurde, wurde er sogar zum Hausoberhaupt ernannt, eine Rolle, die einer Person übertragen wird, die für die Betreuung und Disziplinierung der Schüler des Hauses verantwortlich war. In Anbetracht des Rufes von Slytherin, dunkle Hexen und Zauberer hervorzubringen, braucht man wirklich für diese Rolle jemanden mit fester Hand. Und obwohl Slughorn manchmal recht unnahbar wirkt, ist er unglaublich scharfsinnig und noch viel mächtiger als ihr denkt. Das einzige Wirkliche, was Slughorn wirklich vorzuwerfen ist, dass er von allen gemocht werden wollte und dass er ein Aufsteigergeier war. Tief im Inneren war Slughorn sicherlich kein schlechter Mensch und die zentrale Rolle, die er in der Schlacht von Hogwarts gespielt hat, sollte mehr als genug sein, um ihm seine weniger guten Eigenschaften zu verzeihen. Als nächstes haben wir Albus Potter. Albus Severus Potter, der Sohn des berühmten Harry Potter, wurde bekanntlich nach zwei der tapfersten Männer benannt, die Harry je kannte. Albus nach Albus Dumbledore und Severus nach Severus Snape. Albus besuchte Hogwarts seit 2017 und wurde kurz nach seiner Ankunft in der Schule in das Haus Slytherin sortiert, zusammen mit Scorpius Malfoy, Draco Malfoys Sohn. Das Interessante an Albus anfänglicher Sortierung ist jedoch, dass er nie ein Slytherin sein wollte. In der Tat war er so sehr dagegen, in dieses Haus einsortiert zu werden, dass er vor der Sortierung an nichts anderes denken konnte. Ironischerweise führte dies wahrscheinlich zu seiner Einstufung, denn als der sprechende Hut seine Gedanken analysierte, war alles, was er sehen konnte, Slytherin, Slytherin, Slytherin. Albus hatte es in der ersten Zeit an der Schule schwer, vor allem weil er mit dem Druck, der durch das Erbe seines Vaters auf ihm lastete, nicht zurechtkam. Er blieb meistens still und entwickelte einen trockenen Sinn für Humor als Reaktion auf den Druck und das Mobbing, das ihm von seinen Mitschülern angetan wurde. Aber trotz des Drucks, der auf Albus lastete und des Mobbings, das er erfuhr, hat er sich nie unterkriegen lassen und nie nachgegeben, was ziemlich viel über seinen Charakter aussagt. Als letztes auf unserer Liste haben wir Severus Snape. Severus Snape, geboren am 9. Januar 1960 als Sohn eines Muggelvaters und einer Hexenmutter, wuchs in der Stadt Cokeworth auf. Snapes Leben begann hart und es wurde nicht viel besser für ihn, als er begann, Hogwarts zu besuchen. Denn Snape, der Gefühle für ein junges Mädchen namens Lily Evans entwickelt hatte, wurde schließlich in ein ganz anderes Haus als sie einsortiert, was eine Kluft zwischen den beiden schon zu Beginn der Schulzeit schaffte. Snapes Zeit in Hogwarts war hart. Er wurde gemobbt, weil er anders war, weil er seltsam war und wurde besonders angegriffen von den Rumtreibern, zu denen auch Harrys Vater James gehörte. Als Reaktion auf dieses Mobbing kam Snape in die Dunkelheit und schloss sich schließlich Voldemorts Todessern an. Es gab sicherlich eine Zeit, in der er von Sybille Trelawneys Prophezeiung hörte und Voldemort berichtet hatte, er ein schlechter Kerl war. Aber in dem Moment, in dem er Lily Evans in Gefahr bringen würde, hatte Snape einen Sinneswandel und wechselte seine Loyalität. Doch trotz seines Sinneswandels agierte Snape erfolgreich als Doppelagent mit Voldemort. Voldemort glaubte, dass Snape ihm gegenüber immer noch loyal war. Am Ende von Harry Potter, kurz nach seinem Tod, ist Snapes Charakterbogen abgeschlossen und seine wahren Beweggründe werden Harry endlich offenbart. Snape, der immer so böse und schrecklich erschien, hatte tatsächlich viel Gutes in sich. Und das war's für dieses Video. Welche Slytherins hätten eurer Meinung nach verdient, auf dieser Liste zu stehen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.